Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Das nächste Event startet und zwar das Illuminierende Legenden Y. Und zwar am Dienstag, den 18. Mai um 10 Uhr Ortszeit. Und das Ganze geht bis Montag, 24. Mai, 20 Uhr Ortszeit. Der 12 Kilometer Eierpool wurde geändert und wird wahrscheinlich so bleiben, vermute ich. In diesen 12 Kilometer Eiern ist besonders häufig Absol, Lavita, Gladiantri, Skalyk und Zurokex. Seltener bekommt man Ganovil, Baldorfisch, Pionskora, Kapuno und Pampam. In diesem Event gibt es wieder 7 Kilometer Eier, das heißt, mein Ei-Experiment kann einfach weitergehen. Aus den 7 Kilometer Eiern soll Alola Radfatz, Alola Mauzi, Alola Slimer, Sneebel, Pfiffchen, Skunkerpoo und Fililu rauskommen. Ob noch weitere Pokémon rauskommen, weiß ich nicht. Und auch die Seltenheit ist leider nicht vorhanden. Es gibt anscheinend noch keinen Screenshot von einem 7 Kilometer Ei. Auch bei diesem Event gibt es wieder besondere Pokémon in der Wildnis. Angekündigt war Hund Uster, Kanevanya, Puffy, Flauschling und Viscora. Auf Reddit habe ich gesehen, dass es noch weitere Pokémon gibt, die geboostet sind. Das ist Kramux, Alola Radfatz, Blanas und Pfiffchen. Es gibt auch wieder besondere Raids, die natürlich dann wieder wechseln. Das heißt, allerfrühestens um 11 Uhr Ortszeit könnt ihr diese Pokémon auch in den Raids finden. In den Einser-Raids wird dann auftauchen Alola Mauzi, Kramux, Nibel oder Psiau. In den Dreier-Raids Galas Mokmok, wow, lange nicht mehr gesehen, Despotar, Noctuska und Absol. In den Fünfer-Raids Yveltal, in den Sechser-Raids natürlich Mega-Pokémon, Ampharos, Hundemon und Altaria. Dieses Mal gibt es ganz schön viele Eventfeldforschungen aus Pokéstops, 6 verschiedene Aufgaben und eine AR-Mapping-Aufgabe. Sie lauten, fange 5 Krypto-Pokémon für Pionskora, erlöse 5 Krypto-Pokémon für Puffy oder Flauschling, besiege 2 Team Gorokketrübel für Kramux, Fililu oder Hunduster, besiege 5 Team Gorokketrübel für Alola Mauzi, besiege 1 Team Gorokketrübel für Galar Zickzacks, gewinne 2 Raids für Zurokex und die AR-Mapping-Aufgabe laut bekommt ihr ein Galar Zickzacks. In diesem Event gibt es wieder eine befristete Forschung. Diese befristete Forschung ist aber bis Montag, den 31. Mai, 20 Uhr Ortszeit, gültig und da könnt ihr bis dahin erledigen. Alle Aufgaben drehen sich um Team Go Rocket. Ihr sollt zum Beispiel Team Go Rocket besiegen, Krypto-Pokémon fangen, Unlicht-Pokémon fangen, Krypto-Pokémon erlösen, die Bosse Alucliff und Zirwa besiegen, Pokémon entwickeln, verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel, einen Rauch einsetzen, Feldforschungen abschließen, einen Raid gewinnen, unterschiedliche Unlicht-Pokémon fangen und 3-mal die Bosse besiegen. Uff, das ist schon eine krasse Aufgabe, also auf jeden Fall nice, aber wir haben ja auch 2 Wochen dafür Zeit. Es gibt hübsche Belohnungen, wie zum Beispiel Evoli für den zweiten Teil, damit man sich Filinara entwickeln kann, 2 Galar-Zickzacks, 1 Kapuno und ein Moos- und Gletscherlock-Modul. Es gibt auch einen Bonus und zwar können wir Frustration mit einer Lade-TM verlernen. Das ist richtig nice, solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Schaut euch alle eure Krypto-Pokémon nochmal genau an, ob ihr nicht vielleicht eine Lade-TM einsetzt. Ich hoffe, ihr habt genügend Lade-TMs. Ich habe, glaube ich, fast 300. Also ja, ich könnte wahrscheinlich fast jedes Krypto-Pokémon in meinem Beutel eine Lade-TM verpassen. Dann gibt es noch zusätzlich eine globale Herausforderung und zwar sollen wir 25 Millionen Team Go Rocket-Rüpel besiegen. Leider wird es im Pokémon Go wieder nicht angezeigt, obwohl es eigentlich anders angekündigt gewesen ist, aber anscheinend gibt es da immer noch technische Probleme. Sehr schade. Das heißt, jegliches Update zu dieser globalen Herausforderung bekommen wir nur über soziale Medien. Meistens dauert es vielleicht so 1-2 Tage, dann kommt das erste Update und dann gibt es fast alle 24 Stunden ein Update. Zumindest war das im letzten Event, glaube ich, so. Wenn wir die globale Herausforderung geschafft haben, bekommen wir mehrere Boni. Und zwar kriegen wir das freigeschaltet ab dem 25. Mai 10 Uhr Ortszeit bis 31. Mai 20 Uhr Ortszeit, also genau im zweiten Teil des Events. Und da bekommen wir 3-fache Erfahrungspunkte fürs Fangen. Galar Zickzacks wird in Shiny freigeschaltet und Galar Zickzacks zieht in die Raids ein. Vor einiger Zeit wurde in der Game Master Datei neue Krypto-Pokémon entdeckt und diese sind jetzt wohl auch aktiv.
Das sind folgende Pokémon: Tangela, Seepass, Nobul, Flemly, Fifien, Makuhita, Fritzelblitz, Staralili, Bidiza und Pionskora. Auch die Bosse haben neue Krypto-Pokémon. Das heißt, wenn ihr Sierra besiegt, könnt ihr Sneebel fangen. Wenn ihr Alo besiegt, könnt ihr Blutzug fangen. Und wenn ihr Cliff besiegt, bekommt ihr ein Samurzel. Sehr gerne hätte ich euch jetzt alle Team Gorokketrübel mit ihren Teams und Pokémon gezeigt, aber ja, dafür ist es leider einfach noch zu früh. Ich bin mal gespannt, ob Zubiris jetzt wirklich jetzt irgendwie raus ist oder ob es doch noch irgendwo auftaucht. Das war es jetzt zu diesem Event. Heute Abend findet hier auch noch die Rampenlichtstunde mit Alola Radfatz statt und man bekommt doppelte Erfahrungspunkte fürs Entwickeln. Ich werde heute auf jeden Fall viele, viele Pokémon sammeln, damit ich hier durchentwickeln kann. Bei so einer Rampenlichtstunde mache ich keine Freundschaftsleveling, weil man fast nie auf der Karte ist, sondern man entwickelt eine ganze Stunde lang durch, wenn man denn gut gesammelt hat. Und deswegen werde ich mich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Ich hoffe, ihr seid heute Abend wieder dabei auf Twitch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Discord-Server oder meinen Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!